Bonjour Pissom, wir machen einen Sprung in die Vergangenheit und stellen unsere frische Frage dem Archivist Frank Bürkel. Zuerst aber geht es um Identität. Was bedeutet eigentlich ein Elsässer zu sein? Was ist die elsässische Kultur? Die Frage sind 80 Persönlichkeiten gestellt worden im Rahmen des Projekts Enquête d'Alsace während des. Wenn man von elsässischer Kultur redet, kommen einem spontan Bilder wie die. Vorwerikieser, Storik, Wienerzmerik, Brettstelle, Surkrut. Klischee, wo richtig sind, aber doch weit von der komplexen Realität. Die hat ein bekanntes Gesicht von der Tele probiert, besser zu schildern. Salut, Bissomme. Ich heiße Christian Hahn, ich arbeite von der Television. Ich bin aber hier als Präsident vom elsässischen Kulturrat. Anlässlich vom großes Ereignis, nämlich die Enquête d'Alsace, die man jetzt sehen kann auf unserem Internet-Site. Wie sind wir überhaupt dazu gekommen? Der Gedanke ist eigentlich fast 10 Jahre alt. Ursprünglich haben wir schon darüber uns überlegt, was soll man eigentlich verstehen unter elsässischer Kultur? Was ist Elsass? Im Grunde genommen hitze das, denn es changiert ja alle 10, 20, 30 Jahre. Und das ist gesehen vor 10 Jahren, das heißt vor dem Referendum und vor dem Grand Est. Michel Deutsch ist unser Ehrengast. Er hat die ganze Sache mandoniert, wie man so schön sagt auf Elsässisch. 80 Persönlichkeiten sind bis jetzt aufgenommen worden, wo man sehen kann auf dem Internet, auf dem Site vom Conseil Culturel d'Alsace. Welches ist das Prinzip von dieser Kollektion, denn es ist eine Kollektion? Das Prinzip ist, existiert Elsass eigentlich noch? Existiert Elsass eigentlich noch? Es gibt eigentlich zwei Elsass, zwei, ja, kann man so sagen, wie sich nie treffen und wie ganz, wie kann ich sagen, im Bild sind, wo was passiert. Das ist das Land und die Stadt. L'Alsacien, je pense, a développé au fil du temps une sorte de complexe d'infériorité qui vient du fait qu'il a toujours été un peu un opprimé, entre le cul entre deux ogres qui ont voulu le dévorer. Il a su sauvegarder sa culture en se repliant sur lui-même. Wie haben wir überhaupt die Leute ausgewählt? Im Großen und Ganzen haben wir sie natürlich choisiert, weil wir sie gewählt haben. Wir haben gesagt, tja, die Person wäre interessant, die Meinung wäre interessant. Wir haben ein paar Politiker, nicht so viel, eigentlich gar nicht so viel. Ganz selten, die noch in der Politik sind, das heißt, die noch tatsächlich gewählt sind oder irgendwie vorne dran sind. Und eben politisch gesehen, wie sieht es uns mit dem Elsass in der Region Grand Est? Le président de la région Grand Est est alsacien. Et le travail que je fais, c'est à la fois un travail d'équité, de regard sur tous les territoires, mais là aussi de traduction et d'explication, parfois du dynamisme alsacien que les Lorrains, les Champenois jalousent, envient, mais qui est réel. Et en même temps, de faire comprendre aussi aux Alsaciens que leur regard doit se faire à 360 degrés autour de l'Alsace. Gestimmt haben wir auch. Ja. Grundsätzlich hat es zwei große Kategorien. Sind die, die elsässisch reden und die, die nicht elsässisch reden. Quand je parle en alsacien avec mes filles, quand je parle en alsacien de manière générale, pas que avec mes filles, il se passe quelque chose d'autre en moi que quand je parle français ou quand je parle allemand ou anglais, qui sont pour le coup des langues que j'ai apprises après. Je donne un exemple de ces prouvettes, ce que disait mon père. Frecht, je vais faire froid, on m'en est de ce col. Mort, c'est comme gelé, mais à moins froid. Ça, c'est impossible. C'est impossible dans d'autres langues. Warum ist das überhaupt so wichtig gewesen für euch? Seit wir in dem Grand Est sind, hat es so und so viele Leute, die sagen, gehen uns unser Elsass zurück. Also hat es noch ein größeres Sinn jetzt das, denn wenn wir schon in Elsass zurück wollen, müssten wir uns trotzdem freuen, was wir da drinstecken wollen. Geht es nur darum, zu sagen, wir sind jetzt wieder in unserer Grenze? Ist Elsass ein Grenzland? Oder ist Elsass ein offenes Land mitten in Europa? Das sind alles Fragen, die man sich stellen soll. Und wir haben sehr viele Antworten, was das betrifft. Wir haben verschiedene Meinungen, aber grundsätzlich ist trotzdem eine Meinung, die man immer wieder hört, das ist zu sagen, ja, Elsass muss ein offenes Land sein. Es kann nicht überleben, wenn es sich auf sich selber zuschließt. Er lebt nicht in der Vergangenheit. Geschichte hat aber einen grossen Wert für ihn. Der Archivist Frank Bürkel ist unser Gast bei Frach oder Fresh. Thank you.
Ich bin der Frank Bürkel, ich arbeite im Straßburger Stadtarchiv und ich kümmere mich um den Frau Großherzog von Baden, von Fer auf Rüsparien, wie wir heute sind. Trottoir putzen am Samstag? Ja, ich habe keine Zeit, ich bin im Vor. Ah, voilà. Eher tätige Zeit oder die Vergangenheit? Ah, die Vergangenheit ist wichtig, um heute zu verstehen und ein bisschen versuchen, dass morgen besser wird. Was tust du am liebsten essen? Was ich am meisten esse, soll ich nicht sagen, also Elsasser als Pizza. Oh je! Frech oder frech? Also, ich versuche immer anständig mit den Leuten zu reden. Aber natürlich sage ich immer, was man sagen muss, damit die Sachen vorwärts gehen. Und vielleicht bin ich dann frech für manche Leute. Elsass oder Grand Est? Also, eine Region, das ist ein Land mit einer Geschichte, mit einer Identität, keine Verwaltungsstruktur. Und wie gesagt, ich glaube, die Reform hat mir gemacht, dass man Geld spart. Hat man Geld gespart? Flirst du mal? Ja, wenn ich den kleinen Zeh am Tisch ran. Wie? Gut, für da mich, aber das hat Mama nicht gern gehört. Auto oder Velo? Also, ich bin Velo-Server, ich bin viel als Auto. Das wär's für uns. Bleiben schön dran. Gleich kommen die Regionalnachrichten.